Hallo, sei herzlich gegrüßt. Bald geht's los zu diesem großen Thema Traumpartnerschaft. Und wahrscheinlich hast du schon gewisse Vorstellungen und Erwartungen an uns und unsere Experten und freust dich auf inspirierende Momente, auf spannende, vielleicht auch lustige Momente und darauf, dass du hinterher motiviert sein wirst und mehr Klarheit haben wirst als vor dem Kongress. Eine Sache möchte ich dir jedoch von Herzen mit auf den Weg durch den Kongress und darüber hinaus geben. Traumpartnerschaft ist ein Thema, das auch in die Tiefe geht. Denn in der Beziehung zu einem Menschen geht es immer auch um die Beziehung zu dir selbst. Und du musst dir dessen gewiss sein, dass das bedeutet, dass du aufgefordert sein wirst, auch an dir selbst und deinem Inneren zu arbeiten. Und es kann sein, dass während irgendeines Interviews du plötzlich eine Emotion in dir hochkommen fühlst und du fragst dich, was soll denn das? Was redet der da für einen Blödsinn? Du spürst einen Widerstand, eine Wut oder irgendetwas Negatives und du hast vielleicht sogar im krassesten Fall den Impuls, gar nicht mehr weiter zuhören zu wollen und das Interview einfach abzuschalten. Wäre dein gutes Recht, kannst du tun. Aber ich fordere dich auf, gerade dann, hör genau hin, was gesagt worden ist, denn dieses Thema, das da angesprochen wurde und in dir diese Emotion ausgelöst hat, hat wahrscheinlich auch etwas mit dir zu tun. Und möglicherweise ist da ein Thema, das bei dir noch einer Heilung, einer Auflösung bedarf. Deswegen fordere ich dich auf, schalte eben gerade dann nicht ab, sondern schau ganz genau hin, höre ganz genau hin und fühle, was das mit dir macht. Beobachte die ganzen Dinge und versuche, das, was da ist, in dir aufzulösen und in die Heilung zu bringen. Ich weiß, immer wenn der Widerstand am größten ist, dann fällt es ganz besonders schwer und man neigt besonders stark dazu, sich abzulenken und wegzuschauen. Schau einfach hin und schau nicht weg. Bleib dran, denn sei dir gewiss, die Arbeit an der Beziehung einer Traumpartnerschaft ist die Arbeit an dir selbst. Das heißt, je besser du dich selbst kennst und je aufgeräumter du bist, desto besser wird die Qualität deiner Traumpartnerschaft werden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und wir sehen uns bald. Ciao.